Domradio. Neues aus Kirche und Religion. Zu Beginn der sechswöchigen Fastenzeit hat Papst Franziskus dazu aufgerufen, die Chancen des Schweigens und der Stille zu nutzen. Dies ist die Zeit, den Fernseher abzuschalten und die Bibel zu öffnen, das Handy beiseite zu legen und sich mit dem Evangelium zu verbinden, sagte er bei seiner wöchentlichen Generalaudienz auf dem Petersplatz. Angesichts massiver verbaler Gewalt, beleidigender und schädlicher Worte, die im Internet noch verstärkt würden, bietet die Zeit vor Ostern eine Chance für eine Ökologie des Herzens, so Franziskus. Die beiden großen Kirchen haben sich enttäuscht über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Sterbehilfe geäußert. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Münchner Erzbischof Reinhard Kardinal Marx, drückten in einer gemeinsamen Erklärung ihre Sorge aus. Das Urteil stelle einen Einschnitt in unsere Kultur dar, die auf Bejahung und Förderung des Lebens ausgerichtet sei. Die Bischöfe befürchten zudem, dass alte oder kranke Menschen auf subtile Weise unter Druck geraten könnten, Angebote zur Sterbehilfe anzunehmen. In einem ökumenischen Gottesdienst mit anschließender Mahnwache haben Vertreter der Kirchen ihre Erschütterung über die Autoattacke auf den Rosenmontagszug in Volkmaßen zum Ausdruck gebracht. Die Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Beate Hofmann, und der Fuldaer Bischof Michael Gerber riefen in einer gemeinsamen Ansprache zum Zusammenhalt der Gesellschaft auf. Unausweichlich stellten sich viele Menschen die Frage nach dem Warum, sagte Hofmann. Doch darauf könne es noch keine Antwort geben. Gerber rief dazu auf, sich nicht von Hass und Zorn zu weiterer Gewalt verleiten zu lassen. Spitzenvertreter von evangelischer und katholischer Kirche kommen heute in Essen zum traditionellen sozialpolitischen Aschermittwoch zusammen. Ruhrbischof Franz Josef Overbeck und der Präses der evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, diskutieren darüber, wie Menschen in armen Stadtteilen bessere Zukunftsperspektiven gewinnen können und welche Aufgaben die Kirchen dabei haben. Weitere Gesprächspartner sind ein Stadtplaner sowie Vertreter von Diakonie und katholischen Sozialträgern. Die Veranstaltung steht unter der Überschrift „Soziale Arbeit im Stadtteil“.